Es werden immer mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Was zu Beginn nur eine kleine, ausgewählte Personengruppe war, sind mittlerweile verschiedenste Personen jeden Alters. Dabei glauben die meisten, über den Ablauf bestens informiert zu sein. Es gibt aber sowohl vor als auch nach der Impfung einiges zu beachten. Habt ihr einen Termin zur Impfung, gibt es ein paar Dokumente, die ihr zu eurem Impftermin mitbringen müsst. Besonders wichtig sind ein gültiger Lichtbildausweis, eure Gesundheitskarte und euren Impfpass, sowie der offizielle Aufklärungs- und Dokumentationsbogen des Bundes. Grundsätzlich läuft die Corona-Impfung so ab wie die meisten Impfungen. Ihr werdet von dem Fachpersonal nach potenziellen Vorerkrankungen bzw. eurem Gesundheitszustand befragt. Nach der Injektion bleibt ihr noch etwa 15 Minuten vor Ort, um ungewöhnliche Nebenwirkungen auszuschließen. Auch nach der Impfung gibt es Dinge zu beachten. Da das Immunsystem nach der Impfung erstmal geschwächt ist, wird empfohlen, anschließend nur leichten Sport zu treiben. Auch auf Alkohol sollte 3 Tage nach der Injektion verzichtet werden.